Moin Überlebenskünstler und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren blutigen Folge wahrscheinlich, The Evil Within 2. Wir sind immer noch im Kapitel 3 unterwegs, Resonanzen. Und heute wollen wir mal der Hauptstory wieder ein bisschen weiter folgen. Wir haben ja beim letzten Mal haben wir uns ja so ein bisschen umgeguckt hier in Union. Und nun, wie gesagt, soll es ein bisschen weitergehen mit der Hauptstory. So, dann legen wir direkt mal los. Also, wir schauen mal. Genau, hier hatten wir ja letztes Mal den Computer gemacht. Was war das hier? Achso, da haben wir eine Werkbank. So, wir wollen jetzt hier hingehen. Erstmal zum Unterschlupf und dann von da aus weiter dahin. Also, ich markiere mir das mal. Was ist das hier? Achso, die Teile fürs Präzisionsgewehr. Machen wir auch noch, aber jetzt gehen wir erstmal zum Unterschlupf. Was haben wir denn hier noch? Oh, Pistole sieht ganz gut aus, ne? Mit der Munition. Könnte schlimmer sein. Ach, wie oft habe ich das schon gesagt in den Spielen? Das sieht ja ganz gut aus mit der Munition. Hm? Ein, zwei Situationen später. Die Flaschen habe ich irgendwie noch gar nicht benutzt, ne? Könnte ich mir vielleicht auch mal angewöhnen oder zumindest mal ausprobieren. So, wir schleichen uns jetzt mal mehr oder weniger von hinten an, beziehungsweise jetzt nicht den offensichtlichen Weg nehmen, ne? Also auf der Straße rumlaufen, sondern wir versuchen hier mal so ein bisschen. Huch! Das war jetzt aber nicht gedacht. Da nehme ich direkt die Schrotflinte in die Hand. Also, was seid ihr für welche? Macht ihr? Ihr macht doch keinen Ärger hier, ne? Ah, doch, macht er! Ja, ja, ja. Jetzt nicht mehr. Junge! Hey. Hat schon wieder gezogen, ne? So, mehr ist hier aber, glaube ich, nicht, ne? Boah, ich muss aber sagen, die Schrotflinte gefällt mir echt gut. Wehe, da steht jetzt einer vor der Tür. Kann auch leise zumachen, Mensch. Es kommt. Es kommt. Wände halten es nicht auf. Auch Türen nicht. Nichts hält es auf. Verstecken ist zwecklos. Es kommt. Diese Stimme klingt nicht wie die anderen. Okay, das klang ja gar nicht gut, Leute. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. Da vorne sehe ich ein Kraut. Das schnappen wir uns. Ich traue mich hier gar nicht so ganz normal rumzulaufen. Hm? Was ist mit dir hier? Die mache ich direkt kaputt. Ach, die ganzen Lümmel, die stehen noch auf hier. Kann mir keiner erzählen, dass sie hier liegen bleiben. Ah, echt? Ja, aber auf jeden Fall, ne? Da leuchten die Äuglein doch schon so rot. Ich hab's mir fast gedacht. Okay, ich versuche jetzt mal wegzulaufen. Geht das Ding wieder zu? Nein, geht nicht zu. Boah. Guter Schuss. Oh, Leute. Wer sieht uns denn hier? Alles gut. Uiui. Aber diese kleinen Garagen scheinen ja ganz gut zu sein. Gibt es hier
ordentlich Krams für uns. Können wir im Unterschlupf wieder ein bisschen was zusammenschustern. Ja, okay. Können wir auch da rausgehen? Ach, das macht wahrscheinlich nicht so einen Krach, ne? So, das war's hier für uns. Aber hier draußen sind ja noch so ein paar Kisten. Die machen wir auf jeden Fall noch auf, Leute. Das ist jetzt nicht zu laut. Aber der Unterschlupf ist auf jeden Fall auch nicht mehr weit weg. Oh, sehr gut. Ich glaube, die Schrotflinte werde ich aufbessern. Die gefällt mir doch sehr gut. So. Wie weit haben wir es noch? 93 Meter noch. Was soll das? Wer wackelt denn hier im Auto? Okay. Kommst du hier rüber? Sehr gut. Okay. Jetzt sind wir hier schon wieder. Ah, da vorne ist es. Sehr gut. Ja, auf der Straße. Da fühle ich mich ja immer so ein bisschen nackt, sag ich mal, ne? Okay, da wollen wir... Oh, da gibt es noch viel zu entdecken, habe ich das Gefühl. Jetzt gehen wir aber erstmal... Na, die Lümmel hier. Wenn ich hier was aufhebe, dann... Ich gehe das gut, oder? Aber so viel Munition bekommt man jetzt manchmal auch nicht, ne? Jetzt haben wir auch gerade wieder einen Schuss bekommen. Ein Schockbolzen, den soll ich wahrscheinlich benutzen hier, ne? Okay, jetzt machen wir auch direkt... Richtig reinmachen. Achso. Achso. Ah, okay. Ich dachte gerade, wäre ein Gegner. Es hier ist ein Gegner. Ui. Entschuldigung. Da habe ich ihn das Bein weggeschossen. Boah. Dürfte ich bitte ein bisschen was von deinem Gel haben? Ich möchte dein Gel. Ach, das ist ja doof, ne? Komme ich da irgendwie nicht ran. Na. Gucken wir gleich nochmal. Echt nicht ran, ne? Naja, zeigt nichts an, von wegen. Sammeln wir auf. Ach, das ist ja schade. Na gut, dann haben wir halt Pech gehabt. So. Das mit dem Unterstumpf hat schon mal geklappt, würde ich sagen. Denke ich doch, ne? Das ist doch jetzt hier. Jo. Genau, wir trinken erstmal einen Kaffee, Leute. Schön warmer Kaffee, heißer Kaffee. Der dampft richtig und schüttet er sich den einfach runter. Oh. Okay. Ich versuche das nachher auch mal. Ich werde auch mal versuchen, mir so einen Kaffee reinzuschütten. Ach, das Spiel. Mal gucken, ob es mir denn wirklich besser geht oder eher schlechter. So. Noch ein paar Teile bekommen. Ah, hier liegt ein bisschen was rum, ne?
Rekruten. Betreff Anwerbung und Mew Center. Die Anzahl der Bewerber über die Mew Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Mew Center als von der Steuer befreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, den wir für eine neue Erweiterung eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallets Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. Mew Center-Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Mobius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörden arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein. Na also, geht doch. Ich empfehle daher, die Anwerbung über Mew Center zu Mobius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Oh, was haben wir denn hier? Ist das eine Granate? Da werden dann seinen Apfel nicht aufgegessen. Kaffee. Hier können wir speichern. Hier ist noch so ein PC. Aber was ist das? Ach, ein Rauchbolzen. Dieser Armbrustbolzen setzt um die Einschlagstelle herum eine Rauchwolke frei. Manchmal ist ein heimlicheres Vorgehen eine bessere Wahl als eine offene Konfrontation. Wenn Gegner dich nicht sehen können, ist es einfacher zu entkommen oder einen Schleichangriff auszuführen. Das Verbessern deiner Rauchbolzen an einer Werkbank kann dir die Möglichkeit verschaffen, Gegner im Wirkungsbereich mit einem Schleichangriff auszuschalten. Rauchbolzen können durch Kombination von Rauchpulver und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Ja, okay, das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie wir vorgehen wollen halt, ne? Also, natürlich hängt das davon ab, aber ob wir das auch wollen, ne? Ob wir lautlos vorgehen wollen oder mit Bums, sag ich mal. Na, ja, das ist ja dann ja immer so eine Sache. So, gehen wir jetzt nochmal an den PC hier? Ich glaube schon, ne? Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Okay. Achso, da kann ich jetzt auch so noch nichts eingeben. Okay, dann speichern wir erstmal. Dann gehen wir gleich durch den Spiegel an die Werkbank. Gucken mal, was wir da machen können. Also, wie viel Gel haben wir denn überhaupt? Huch. So. Inventar. Steht das hier irgendwo mit dem Gel? Nö, irgendwie nicht. Ja, ich gehe jetzt mal hin. Können wir später mal noch gucken. Wer ist hier wieder? Katze. So viele Waffenteile haben wir aber gar nicht, ne? 110. Ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. Obwohl, gut, wir können schon... Können auf jeden Fall was machen. Prozent wirkt auf mich zu wenig. Okay, dann machen wir erstmal diese kleinen Dinger hier fertig. Wofür wir nur... Hier brauchen wir nur 40. Die Feuerrate etwas höher. Feuerkraft machen wir dann später. Hier machen wir das. So. Jetzt haben wir noch 40 Waffenteile. Das sparen wir uns jetzt mal auf. Oder ich kann nochmal bei der Pistole gucken. Aber ich glaube, hier wird wahrscheinlich nichts gehen, ne? Obwohl. Geht ja doch noch was. Verbrauchen wir das alles? Ich glaube schon, oder? Ah, wir machen es mal. Wir werden im Laufe des Spiels bestimmt noch genug kriegen. So, was können wir uns denn herstellen? Munition haben wir mehr als genug wohl anscheinend. Pistolenmunition könnten wir noch machen. Ich glaube, ich lasse es einfach erstmal so. Und jetzt schauen wir nochmal ins Inventar. Also Platzprobleme hat man ja anscheinend nicht, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? Macht mich ein bisschen verrückt, dass hier überall das hier aufleuchtet. Ich gehe das jetzt einfach einmal fix durch.
alles gelesen, Leute. So. Das ist wie mit dem Telefon, ne? Wenn da irgendwie, was weiß ich, bei WhatsApp oder YouTube oder so, wenn da steht, hier, sie haben noch, leuchtet doch immer diese Zahl oben rechts in der Ecke auf. Muss danach kommen. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Wir machen doch nichts Unanständiges hier, oder? Tatjana? So, wie viel haben wir denn? 3700. Dann gucken wir mal. Ruhige Hand. Geringerer Rückstoß. Kann ich dadurch auch. Ich kann vielleicht auch. Ach, dafür ist das rote Gel hier, um hier weiterzukommen. Meine Feuerkraft noch ein bisschen erhöhen, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich ausschließlich über die Waffenverbesserung gehen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ich gucke nochmal eben, was bei Gesundheit. Oder hier könnt ihr auch mal nachgucken, ne? Ausdaueranzeige. Hm. Und nicht ganz unwichtig, denke ich mal. Ne, komm, wir bleiben mal bei Gesundheit, Kampf und Heilung. Das machen wir erstmal. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Wenn ein Angriff dir so viel Schaden zufügt, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit. Das ist auch nicht verkehrt. Aber hier kostet das jetzt alles 4000. Ist auch 4000, ne? Ja. Den könnte ich machen. Du regenerierst Gesundheit schneller bei Heilung kurz vor dem Tod. Och, gehen wir erstmal auf Kampf. Ach komm, machen wir das jetzt. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie machen, dass wir mal durch Union laufen und einfach nur ein paar Gegner umbringen, damit wir möglichst viel grünes Gel bekommen. Also ein bisschen Farm halt, ne? Oder ob sich das jetzt von alleine ergibt hier im Laufe des Spiels. So, dann gehen wir mal zurück. Leckeren Kaffee hatten wir gerade. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt mal auf die Karte schauen. Gehen wir jetzt hier hin, ne? Oh, hier ist auch noch ein kleiner Auftrag. Unbekannte Resonanz Frauenstelle. Ach so. Die Abtrünnigen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Die Nebenmission, aber heute nicht. So. Jetzt komme ich auch nicht ran, ne? Ich guck nochmal. Geb die Hoffnung nicht auf. Naja, ach komm. Scheiß drauf. Nun reiz auch. So, wir haben die Pistole in der Hand. Erstmal okay. Okay, dann mal hin da. Was ist denn das da? Warum dampft denn der so? Das ist mir nicht so geheuer. Hier, bleibt mal schön da. Oh, es sind aber einige Lurche, die hier rumkrauchen. Boah, nicht, dass hier gleich die Post abgeht, Leute. Okay. Gucken, ob wir hier den nächsten Hinweis. Na, sag mal. Den nächsten Hinweis finden. Für. Wo Lilly ist. Okay. Oh, ich bin erschrocken. Mensch! Was zur. Ja, nimm die Schrotflinte. Sind die von Lilly? Okay. Kann ich hier nicht rein? Doch, mach mal auf. Lilly! Schrei hier nicht so rum! Ich bin's. Wo ist sie hin?
Nicht, dass hier gleich wieder so ein ganz abgefahrener Scheiß kommt. Doch. Okay. Ah, okay, hier haben wir Fußspuren. Lily, alles gut. Ich bin's. Na? Verdammt. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Ich würde sagen, die Kamera hat nicht umsonst so gerade dahin geschwenkt, ne? Ah, hier mal. Ein kleiner Schacht sozusagen. Okay. Coffee, the best one. Also John's Coffee, ne? Ihre Puppe. Lily war hier. Oh, was läuft hier weg? Leute. Lily. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Okay. Kann ich da nicht irgendwo hoch? Nee. Aber was wurde sie denn da verfolgt? Was war das? Spüre eine leichte Anspannung, Leute. Was ist denn jetzt hier los? Eine Müllwühlen hier oder was? Also, Lily, wo bist du hingelaufen? Oh, da konnte ich jetzt gerade nicht so wirklich was erkennen. Was zur. Noch ein Signal. Gut. Okay. Ich komme, Kleines. Halt einfach durch. Schau mal eben auf die Karte. Okay, jetzt ist es hier. Ich kann mal gucken, wie groß ist denn der? Achso, so groß ist das hier ja gar nicht, ne? Also wenn das alles ist, dann ist es ja überschaubar hier in dieser Stadt. Okay, dann gehen wir da jetzt mal direkt hin. Oh, 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 was ist das? Leute. Ih, was ist das denn? Ih. Was tut denn für ein Ekliger? Komm her, du. Wow. Wo ist der andere? Ist hier noch einer? Leute, was ist das denn für... Da ist er. Krieg's jetzt.
du! Für eklige Lurche hier. Leute. Nein, du hörst nicht noch mehr Gegner angezogen. Hoffe ich doch. Genau, kletter mal rauf da. So müsste doch die Richtung sein, ne? Oh. Hier runter, ne? Falscher Knopf. Nehmen wir einmal Heilung? Ich glaube nicht, ne? Wir warten mal. Wir sind ja hier in der Nähe vom Unterschlupf. Aber ich mache mehr Sinn, wenn wir uns noch einen schönen Kaffee reinziehen. Wenn der denn schon wieder durchgelaufen ist, der Kaffee. Ja, du siehst mich nicht. Oh, wir sind nicht da. Ich sag's ja. Hier schleicht man mehr als in den aktuellen Assassin's Creed Teilen. So, ach komm, wenn wir schon hier sind, ne, dann. Jetzt habe ich jetzt immer hier das Gel vor der Nase. Ist ja auch nett. So, genau. Machen wir zu die Tür. So, jetzt gucken wir mal, ob der Kaffee schon wieder durch ist. Noch nicht, schade. Gut, dann speichern wir einmal auf jeden Fall jetzt. So. Na, wir gehen mal so los. Ja, wir haben gerade gespeichert. So, wo soll denn... Alter, die stehen doch bestimmt irgendwann noch alle auf, Leute. Machen wir aber mal. So. Wo bist du? Wo bist du? Also, nochmal. Hier. Okay. Was haben wir hier? Was ist die denn da? Ach, Fußabdrücke. Wollen wir das Kraut hier noch einsammeln? Oder geht das gerade nicht? Doch, das geht. Sehr gut. Hier ist noch eins. Sehr schön. Aber wo sind denn jetzt ihre... Ah, hier. Blut. Ein paar Tage alt. Er steckt den Kopf in die Wand. Hoffentlich nicht Lillys. Oh, oh. Na, was ist denn das für ein Katz-und-Maus-Spiel hier? Okay. Uiuiui. Danke, danke. Alles gut? Alles gut, Leute. Oh, aber nur noch zwei Schuss. Da möchte ich mir auf jeden Fall noch neue Munition herstellen. Okay, jetzt gucken wir nochmal eben auf die Karte. Jetzt soll ich hier wieder hin, ne? Okay. Machen wir das erst. Die Teile fürs Präzisionsgewehr. Ja, genau. Kletter mal ein bisschen.
Okay. Ich wollte nochmal eben zur Werkbank mal einmal schauen. Wegen Schrotmunition. Jetzt wahrscheinlich immer noch kein Kaffee fertig, ne? Nee. Gehen wir mal wieder zu unserem Kätzchen. Also ich glaube, Pistolenmunition haben wir, glaube ich, ganz gut noch, ne? Ja, das ist okay. Wie viel können wir uns denn herstellen? Da geht schon ordentlich was drauf für, ne? Aber wir machen es trotzdem mal. Wie viele Teile haben wir denn überhaupt? 10 oder was? Gut. Damit kommen wir auch nicht weit. Okay, werden wir auch noch nicht genug haben. Dann würde ich sagen, speichern wir jetzt mal. So. Und damit beenden wir diesen Part. Im nächsten Teil werden wir weiter... Ne, warte mal, was machen wir denn im nächsten Teil? Hier sehe ich natürlich nichts. Wir holen uns die Teile für das Präzisionsgewehr. Und dann machen wir mal weiter mit der Verfolgung, was Lily angeht. Da müssen wir mal schauen, ob wir da noch den anderen Auftrag nebenher machen können. Weil das ist ja irgendwie ganz in der Nähe. Alter, ja doch, doch ist so. Die Katze nervt mich. Ja, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bewertet gerne das Video, so wie ihr möchtet. Und bis dahin, ciao, ciao.